Wir sind das Chorwerk Potsdam. Ich bin Judith Campus. Ich bin Julian Clement. Und ich bin Hans-Joachim Lustig. Judith, erzähl doch mal, was hast du so gemacht bisher? Ich bin Gesangspädagogin und Sängerin. Ich habe im früheren Leben an der Oper gesungen und ganz viele Konzerte. Und dann habe ich mich mehr aufs Unterrichten spezialisiert. Und dieses Unterrichten sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, für Chöre, für Schulklassen. Und daraus hat sich eine Stimmbildung entwickelt, die, glaube ich, allen ganz gut tut und die Spaß macht. Deswegen bist du hier. Deswegen bin ich hier. Julian, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe selber im Knabenchor singen gelernt, unter der Leitung von Hajo für viele Jahre. Und dann weiterhin auch in anderen Chören gesungen, auch von Hajo, aber auch in Chören daneben. Bin nach Leipzig gegangen, um klassischen Gesang zu studieren. Habe das jetzt getan und vollendet im Bachelor und beginne jetzt meinen Master im Fach Operngesang. Also ich habe Schulmusik in Lübeck studiert, habe dann irgendwann den Chor, in dem ich selber groß geworden bin, den Chor Knabenchor, übernommen. Und Julian sagte das schon, leite da nebenbei noch den Kammerchor Vokalisti. Und mit den beiden Chören arbeite ich regelmäßig. Wir haben viele Programme gesungen, viele Konzerte gemacht, viele Reisen, Probenfreizeiten, Konzertreisen, Wettbewerbe mitgemacht, CDs aufgenommen von Romantik über ganz moderne Sachen bis zu Chor- und Rockband. Und haben tatsächlich viel mit lebenden Komponisten zu tun gehabt. Und ganz viel davon möchten wir jetzt auch beim Chorwerk Potsdam umsetzen. Und unsere ersten Projekte, finde ich, stehen so ein bisschen exemplarisch für das, was wir uns denken. Also sie sind interessant, sie sind besonders. Die Mädchen werden Kompositionen von Komponistinnen singen. Da gibt es eine Menge von denen man gar nichts weiß. Oder Vertonungen auch von Texten von Frauen. Die Jungs werden eine barocke Kantate von Telemann singen, aber teilweise original, teilweise modernisiert mit modernen Sounds, Beatboxen. Die Jungs werden auch Beatboxen. Und ein Breakdancer dabei. Julian wird den sehr seriösen Schulmeister singen. Absolut. Aha. Was ist eure Idee zum Chorwerk? Was wünscht ihr euch? Was habt ihr vor? Also ich denke mal, dass ich mich in erster Linie darum kümmere, dass die Stimmen gut laufen. Dass ich mit den Knabenstimmen arbeite, aber auch mit den Mädchenstimmen. Und dann sehen wir zu, dass die Stimmpflege wirklich im Vordergrund steht. Aber auch die Einstudierung, dass die bei den Chorproben immer ganz sicher ihre Rille können, also ihre Stimme halten und singen können. Und da werde ich dir einfach fröhlich zuarbeiten. Das ist das mein Plan. Super. Ich finde ja beim Knabenchor, und Julian hat es erleben können, so gerade dieses generationsübergreifende, was ganz bedeutend ist. Also im Gegensatz zu Sportgruppen, die ja altershomogen sind, hat ein Knabenchor eben die Chance, gemischt zu sein. Das heißt, die ganzen Kleinen und ganz viele große Brüder bietet viele Möglichkeiten, soziales Lernen einfach anzusetzen. Und davon wollen wir eine Menge umsetzen. Also eben auch Gemeinschaft. Zusätzlich zu dem Sängerischen, zu den Proben, zu der professionellen Stimmbildung eben auch Gemeinschaft. Ja, Julian, was denkst du? Ja, also du hast gerade diesen Begriff der Gemeinschaft angesprochen. Das ist für mich immer auch mit extrem prägend gewesen, mit Gleichaltrigen, aber eben auch mit älteren, jüngeren Menschen quasi zu singen und Zeit zu verbringen und somit auch ja voneinander zu lernen. Singen in der Gruppe ist einfach was Tolles. Ja. Und das wollen wir vielen ermöglichen hier. Und ich bin total froh, dass wir auch in Potsdam jetzt so tolle Orte gefunden haben, an denen wir sein können. Wir werden im Treff von Freizeit sein, am Neuen Garten. Oh, das ist schön. Denn im Waschhaus in der Schiffbauergasse, dem Kulturquartier von Potsdam. Und im Bürgerhaus am Schlaz, also an sehr unterschiedlichen Stellen. Und an allen Stellen fühlen wir uns sehr willkommen. Hajo, eine Frage habe ich noch. Also ich arbeite sehr viel mit Schulklassen zusammen. Auch mein eigener Frauenchor fragt immer wieder nach Jazz. Wir machen Popgesang, Sachen aus dem Musical-Bereich. Wie sieht das aus? Wollen wir das auch weiterführen hier sollen beim wir. Chorwerk? Sollen wir. Und zwar ist die Idee, aktuell im Bereich Pop-Jazz nichts Regelmäßiges anzubieten, sondern Workshops im Laufe des Jahres mit Größen der deutschen Pop-Jazz-Chorszene. Also das sind ganz viele Dinge, die wir uns beim Chorwerk Potsdam so vorstellen und wir laden alle herzlich ein, dabei zu sein. Ich glaube, das wird prima. Was denkst du? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Yeah.
Wir